Was ich bei Frank Gambale gelernt habe, darum geht's in diesem Video. Und jetzt wirst du denken, war der schon wieder auf einem Workshop in den USA? Nee. Ich bin da nur drauf gekommen, weil ich den Frank letztens live gesehen habe und gedacht habe, ich habe ja noch gar keinen, was ich bei X gelernt habe, Video über ihn gemacht. Und eigentlich ist das mit einer der Gitarristen, die mich am meisten beeinflusst hat. Jetzt mal abgesehen von John Petrucci, wo ich auch bald hinfahre, nach Miami. Aber das ist eigentlich mit der, der mich am meisten beeinflusst hat, vor allem von der Spieltechnik her. Denn ich spiele extrem viel Sweeping in meinem Spielen und also Economy Picking Sweeping, ich setze das gleich, weil es im Prinzip ein Schlag für mehrere Töne sind. Das ist beim Sweeping und Economy Picking gleich und ich wüsste auch nicht, wo man da die Grenze setzen soll. Also da hat mich nämlich letztens jemand gefragt, warum ich das gleich setze. Also viele verstehen unter Sweeping das hier, dass man halt so Arpeggios sweept und man dann halt praktisch einen Schlag hier hat, ja, und unter Economy Picking, wenn man Skalen damit sweept. Wo du also praktisch dann down, up, down, down, up, down, down, up, down, down. Aber im Prinzip, also das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Du hast manchmal Bewegung gespart, indem du zwei Töne, nämlich hier zum Beispiel das C und das D, mit einem Schlag spielst. Also nicht so, sondern es ist ein Schlag und der trifft nacheinander zwei Noten. So als ob du das hier machst. Ja, und das Ganze synchronisiert mit der Hand, was natürlich ziemlich schwer ist, ja. Kann dazu führen, dass man halt unglaublich schnelle Linien spielen kann. Aber auch diese Skalen-Sweepen spart dir 33% der Bewegung, ist allerdings mit Einschränkungen verbunden. So, aber das ist im Prinzip Sweeping. Das kannst du lernen in meinem Sweep-Kurs. Im Technik-Pack ist der enthalten. Da sind alle meine Technik-Kurse enthalten. Und da zeige ich dir genau von Anfang an, auf was du achten musst. Die Übungen dazu. Arpeggio-Sweepen, Skalen-Sweepen ist alles drin. Das sind so die Grundlagen des Sweeping. Und wenn du dann sagst, okay, kann ich, easy, weiter, dann gehst du mal unten auf den Link zu Frank and Baileys Guitar School. Da gibt es nämlich vom Frank selber einen Online-Kurs zu Sweeping, wo er alles, was er in, ich glaube mittlerweile sind es 50 Jahre, über Sweeping gelernt hat und ausprobiert hat, ist alles da drin. Also ist unglaublich, was da drin ist. Ich habe wirklich sehr viel aus dem Kurs gemacht und war geschockt, als ich gesehen habe, dass ich nur 20% abgeschlossen habe bis jetzt. Der hat so eine Abschlussanzeige da drin. Und gute Nachricht, alle, die das hier sehen und die Zuschauer von mir auf YouTube sind, bekommen 25% off beim Frank. 25% off über den Link unten und die Anweisungen, die da stehen. Gut, aber das ist genug der Werbung. Was habe ich denn beim Frank gelernt, außer Sweeping? Ja, weil das klammere ich jetzt mal aus, weil es ist ja eigentlich klar, dass ich Sweeping bei Frank gelernt habe. Ich konnte vorher schon ein bisschen sweepen, aber danach natürlich viel besser. Und gut, ich habe auch von seinen Lernvideos schon damals und habe seine Bücher alle gehabt. Also ich habe schon, bevor ich ihn getroffen habe, schon unheimlich viel von ihm gelernt. Ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Und zwar haben mich viele Sachen, die er mir, wo er mir auf Fragen geantwortet hat, tatsächlich geschockt. Geschockt. Ich will es euch kurz zeigen, auch wenn ihr noch nicht sweept. Ich zeige euch mal gerade Moll-Arpeggio-Sweepen über alle Saiten. Da gibt es diesen Fingersatz. Der geht ganz gut zu spielen. Und wenn du nicht immer noch schieben willst die ganze Zeit, gibt es noch einen weiteren Fingersatz. Der geht auch ganz gut zu spielen. Und um alle perfekt zu haben und dann wieder zu dem zu kommen, was wieder der gleiche wie der ist, gibt es noch eigentlich diesen hier. So, da musst du aber das hier machen, guck mal. Hier diese Finger und da musst du gleichzeitig den Finger wechseln. Und ich habe den wirklich geübt wie ein Wahnsinniger. Die anderen klappten super, der klappte überhaupt nicht. Dann habe ich den Frank gefragt. Er sagt, Frank, was machst denn du mit dem dritten von diesen Moll-Fingersätzen? Das sind ja Grundlagensweeps, ja? Und dann sagt er, oh ja, den habe ich mal 2 Wochen geübt. Den fand ich total unbequem und dann habe ich es gelassen. Und ich war so, bitte was? Du kannst den nicht? Und er, nee, warum soll ich den spielen, wenn die anderen doppelt so einfach sind? Warum soll ich unbedingt den schweren auch spielen, wenn ich ihn nicht unbedingt brauche? Ich kann ja rutschen. Und da habe ich echt gedacht, okay, super.
Und das hat mein komplettes Weltbild so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ich immer gedacht habe, du musst alles in allen Positionen spielen können und wenn es 3 Fingersätze gibt, musst du die alle gleich gut spielen können. Und wenn du die eine Position von der Pentatonik hier mit Sweeping spielen kannst, musst du auch alle anderen Positionen mit Sweeping spielen können, obwohl sie fast unmöglich sind, weil sie dauernd hin und her switchen und die Fingersätze blöd sind. Nee, sagt er, nein. Wenn das mit den anderen zu schwer ist, nimmst du halt nur den einfachen und rutschst halt. Kannst ja auf der Gitarre, du kannst ja hier A-Moll Pentatonik hier spielen. Ja, das war ein Arpeggio, A-Moll Pentatonik. Und du kannst ja hier spielen. Das heißt, du kannst alle Tonarten spielen mit einem Fingersatz und musst dann halt rutschen. Und wenn du dem Frank zuguckst, dann siehst du auch, der bleibt sehr selten in einer Lage, der rutscht oft hin und her. Jetzt brauchst du aber nicht zu denken, der kann nicht sau viel auch schon in einer Lage spielen. Ne? Also nur die ganz krassen Sachen. Für die rutscht er. Und das war eigentlich so die Hauptsache, wo ich bei ihm gelernt habe, wo der gesagt hat, nee, mach dir nicht mehr Arbeit, als unbedingt sein muss. Und jetzt will ich gleich einige von euch, die sagen, ah ja, dann reicht ja ein Dur-Fingersatz und ein Moll-Fingersatz. Bei so Grundlagen nicht. Nur bei so Spezial-Arpeggios und so, die du schnell spielen willst, da gilt das. Ich zeig dir mal hier ein weiteres Beispiel. Es gibt ein schönes Arpeggio, übrigens auch in meinem Sweep-Kurs drin, auf meiner Seite, Gitarrenlehrer online. Wo man hier ein Major 7 Arpeggio extrem super einfach spielen kann. Und ich wollte das natürlich auch auf der E-Seite anfangen. Hab das auch ewig geübt und es wird noch nicht mal 60% so schnell wie das hier. Ja? Das ist das Schnellste, was ich spielen kann. Weil du hier wieder so einen blöden Rutscher hast. Der einfach blöd zu spielen geht. Und was sagt Frank? Spiel's doch einfach nur auf der A-Seite. Komm, du hast hier F. Und dann kannst du ja F hier spielen. Hast du halt nur eine Version, weil da ist es dann mit 24 Bünden ging es gerade noch so. Und wenn du C hast, kannst du es ja hier spielen. Und hier. Da hast du ja dein C-Arpeggio, wenn du schnell spielen willst. Nimm doch eins von denen. Warum musst du es überall spielen können? Das ist absoluter Quatsch. Ja, und das wie gesagt. Nimm den Weg des geringen Widerstands, habe ich das genannt. Also nicht extra nicht des geringsten Widerstands, weil der geringste Widerstand ist ja überhaupt keine Gitarre spielen. Sondern nimm den Weg des geringen Widerstands. 2 Fingersätze sind besser als einer, aber wenn einer davon richtig gut geht und der andere richtig schlecht, dann nimmst du doch nur den einen. Wenn 2 richtig gut gehen, übst du sie beide. Deswegen nimm den Weg des geringen Widerstands. Ökonomisch denken, sagt er auch. Ne? Also auch diese Sache mit dem Ziel. Und wenn du was übst, dass du auch weißt, wo du es einsetzen wirst. Also nicht irgendwas üben. Nehmen wir mal an, du bist ein Blues-Rock-Spieler. Nur mal angenommen als Beispiel, als klassisches Beispiel. Du bist ein Blues-Rock-Player und du spielst gern so AC/DC. Und sowas halt, ja, Black Crowes, was weiß ich. Dann wäre es für dich völliger Schwachsinn, die melodische Molltonleiter zu lernen, ja. Das klingt einfach nicht nach Blues. Es sei denn, du willst aus dem Blues ausbrechen und dem ein bisschen Jazz hinzufügen, aber dann ist es kein authentischer Blues mehr. Und eventuell könnten dann so die Blues-Fans, die auf deine Konzerte kommen, sagen, wir sind ein bisschen zu Jazz. Ja? Nur also, wenn du genau weißt, nee, du magst auch dieses Zeug nicht, dann üb's nicht. Wenn du niemals 4 Klänge spielen wirst, wenn du niemals ein Major 7 spielst, das wäre zum Beispiel auch was bei Blues, ja, dann üb ihn nicht. Wenn du ihn nicht brauchst, üb ihn nicht. Ja, das würde auch Frank dir sagen, wobei es halt schon unglaublich ist, der Frank übt dann halt alles, weil ihn alles interessiert. Und nur um nochmal klarzustellen, was da in deinem Kopf vorgeht. Das ist unglaublich. Vielleicht kennt ihr die Band Steely Dan. Und da gibt es einen Hit. Ager heißt er? Irgendwas so heißt er. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls hatten wir Open Counseling. Und Open Counseling heißt, man kann alle Fragen stellen. Und er versucht, sie zu beantworten. Und dann sagte doch der Peter Freestead, übrigens mittlerweile sehr erfolgreicher schwedischer Gitarrist. Peter Freestead. Sagt doch, Frank, kannst du uns mal die Akkorde zeigen zu Ager? Und der Frank sagt, klar, kein Problem. Und dann fängt der Frank auf diesem riesen Whiteboard, was sie da hatten, mit dem schwarzen Stift aufzuschreiben. Und ich habe sie gezählt. Das waren 70 Akkorde. Und er hat bei 3 die Gitarre genommen und probiert, wie sie gehen. Alle anderen waren da drin. Der hat die einfach aus dem Kopf an die Tafel geschrieben. Und wir alle so mitgeschrieben. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, das kann ich eh nie üben.
Damals gab es noch nicht hier. Geh mal kurz rüber, Handy, klick, danke. Gab es damals noch nicht. Da musste man das abschreiben. Und ja, alle saßen da so. Und der hat in einem Tempo diese Akkord-Voicings an die Tafel geschrieben. Und wie gesagt, bei 3 Stück hat er, glaube ich, die Gitarre kurz genommen. Ist was jetzt der? Ah, nee, der war's. Okay. 70, 80 Voicings oder sowas war das. Einfach aus dem Kopf an die Tafel. Ich konnte es nicht glauben. Unfassbar. Wenn ihr ihn live sehen könnt, geht immer hin. Geht immer hin. Der ist ja mittlerweile schon ein bisschen älter. Aber spielt immer noch. Ich würde sagen, er spielt besser als früher. Und auch nicht langsamer. Ja, und dann macht er dann so Ansagen, so von wegen, ja, das nächste Lied habe ich als Challenge für mich geschrieben. Und dann weißt du schon, was abgeht. Es kann nämlich niemand auf der Welt spielen, außer ihm. Aber so krasse Sachen drin sind. Musikalische Sachen, ja, auch die schnellen Sachen klingen bei ihm nicht so hingeholzt, sondern sie klingen einfach musikalisch. So, und das Letzte, was ich dir noch zeigen möchte, das war auch so ein Erlebnis bei ihm. Wir hatten einen ziemlich schweren Jazzstandard. Was heißt ziemlich schwer? Medium schwer für heutige Verhältnisse. Stella by Starlight, ja. Dann habe ich so gesagt, nein, Frank, ich kann zwar drüber spielen, aber irgendwie klingt es nicht so richtig geil. Irgendwie fehlt so ein bisschen die Melodie und es klingt irgendwie wie drüber geübt und nicht cool. Ja, also damals, wie alt war ich denn da? 22, 23, sowas. Dann hat er gesagt, ja, musst du Zieltöne spielen. Und ich so, die Zieltöne. Ja, spiel doch mal einfach die Terz auf jeden Akkord. Und ich so, ja, wie soll ich denn jetzt auf einmal so die Terz auf jeden Akkord spielen? Kannst du das? Und er, klar kann ich das. Spiel mal. Und ich fange so an, zu begleiten. Und er sagt so, nee, das ist viel zu langsam, mach mal schneller. One, two, oh, one, two, three, four. Und dann hat der als erste Note über jeden Akkord, das sind einige Akkorde in dem Stück drin, die Terz gespielt. Ja, also dann über diesen E-Moll 7, B5, 4, das G, über den A 7, B13, das Cis, über den C-Moll 7, das S, über den F 7, das A, über den F-Moll 7, das Ass und über den B 7, das D, also B-Flat, Bass 7, das D und so weiter. Und dann kam so ein anderer und hat gesagt, ja Frank, kannst du auch die Quinte über jeden spielen? Und ja, klar. Selbes Tempo, Quinte auf jeden Akkord gespielt. Kannst du auch die Septime? Klar. Kannst du auch die None? Klar. Kannst du auch das? Konnte der alles. Einfach so. Konnte der. Hatte der geübt. Hat der so krass geübt, dass er das alles konnte. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mit Talent. Der Frank hat geübt wie ein Schwein. Hat auch noch erzählt, und damit will ich jetzt das abschließen. Er hat ja den Job bekommen bei Chick Corea, einem Jahrhundert-Pianisten, würde ich mal sagen, Jazz-Pianisten. Chick Corea sollte man kennen, zum Beispiel Got a Match ist ein ganz berühmter Titel oder was sehr bekannt ist, ist Spain, der Titel auch von Chick Corea. Und der Chick Corea hat eine Electric Band, also eine Akustikband mit einem Kontrabassisten und Drums und Saxophon und auch eine Electric Band, also mit E-Bass, wo er dann Keyboard spielt auch und Klavier und dafür hat er einen neuen Gitarristen gesucht. Und der Frank ist ein unfassbarer Chick Corea-Fan. Und er hat dann den Gig gekriegt. Warum hat er den Gig gekriegt? Normalerweise, wenn man für eine Band-Audition vorspielt, dann sagen die einem, okay, schafft ja mal diese 10 Songs von uns drauf. Und dann spielen wir die zusammen und gucken, wie das funktioniert. Chick hat das nicht gemacht, ja, anscheinend. Aber da Frank so ein unfassbar Chick Corea-Fan ist, kannte der halt alle Songs. Und er kannte auch alle Songs auswendig. Und er kannte teilweise die Solos vom Chick Corea, konnte er teilweise auf der Gitarre spielen. Und die Saxophon-Solos auch. Das heißt, er kam da rein und die haben ihn gefragt, welchen Song willst du denn spielen? Und dann sagte er, ist mir egal, ich kann alle. So, das musst du dir erstmal vorstellen, ja? Ist mir völlig egal. Irgendeinen, den du jemals gemacht hast. Ich kann alle. Ich kann auch alle auswendig. Ja. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass Frank Mbele, der neue Gitarrist von Chick Corea, der hat mit dem, glaube ich, über 20 Jahre gespielt. Ja. Bis er leider vor, ich glaube, ein paar Jahren gestorben ist, der Chick Corea. So lange hat der Frank mit dem Musik gemacht. Und das ging los, irgendwie schon, naja, ich glaube, 30 Jahre hat er mit dem sogar gespielt. Es ging ja los, lang bevor ich an der Lama war schon. Ich habe ja schon CDs gehört, bevor ich an die Lama gegangen bin. Also die Los Angeles Music Academy. Und da siehst du, Frank ist halt einfach diszipliniert, fleißig, hat bestimmt auch eine gewisse Begabung, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber es ist vor allem der Fleiß
Und dieses Denken der Ökonomie. Nichts üben, wo man genau sieht, das wird nichts. Das ist das, was ich bei Frank Gambale gelernt habe. Und es war auch Frank Gambale. Ich weiß einfach nicht, wie man es ausspricht. Im Interview korrigiert er mich. Guckt ihr auch das Interview auf jeden Fall an. Da korrigiert er mich, wie es richtig ausgesprochen wird. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich bin mit Namen... Ich meine, ich habe ja 20 Jahre lang Gibson gesagt statt Gibson und sowas. Und ich sage ja immer noch Tom Quayle, wahrscheinlich auch nicht richtig. Quayle, Tom Quayle. Ja, ist halt so. Könnt ihr euch gerne in den Kommentaren drüber lustig machen. Und ansonsten, wer jetzt denkt, Frank Gambale, muss ich auschecken, der kann das tun und zwar auch direkt seine Kurse. Und da habe ich einen Link unten drin. Und wie gesagt, für alle Zuschauer von mir gibt es 25% off auf all seine Kurse. Alles klar, das war's zu Frank. Mach's gut, bis dann und tschüss.